Mit dem Hinweis auf eine Durchgangsmöglichkeit für ältere Mitbürger und Mütter mit Kindern begründete der Berliner Senat den Neubau einer Brücke über einen kleinen Teich im Ernst-Thälmann-Park im Bezirk Prenzlauer Berg. Hierüber berichtete der Bund der Steuerzahler bereits in seinem Schwarzbuch 2011. Nach über 25 Jahren waren die Holzteile zugegebenermaßen marode geworden und wurden aus Gründen der Verkehrssicherheit gegen einen Aufbau aus Stahl und Beton ausgetauscht. Ein Wiederaufbau aus Holz hätte nach Angaben der Senatsverwaltung nicht mehr den modernen Bauvorschriften entsprochen. Da die Brückenlager und Träger aus Beton und Stahl beibehalten werden konnten, seien die Baukosten mit 78.000 Euro auch sehr gering geblieben, ließ die Verwaltung den Bund der Steuerzahler wissen. Ob an dieser Stelle eine Brücke überhaupt notwendig ist, darf indes bezweifelt werden. Anwohner hatten damals hunderte Unterschriften gegen den Brückenneubau gesammelt und diesen als überflüssig bezeichnet. Die Brücke überspannt mit einer Länge von 8 Metern ein 2,5 Meter breites Stück des Teiches und erspart Spaziergängern einen Fußweg von immerhin 45 Sekunden Dauer.